Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Max Payne. Ich weiß gar nicht, wo lang. Muss ich zugeben. Okay, ich muss diese Teile anscheinend echt kaputt machen. Stimmt, das hat im letzten Part auch dazu geführt, dass die hier kamen. So, was habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht? Penthouse. Gut, dann ist hier auch ein zweiter Fahrstuhl. Und ich habe hierfür doch ein paar Schlüssel. Komm, die will ich auch nutzen. Jetzt fahre ich wieder hoch. Ein ewiges Hin und Her. Ein Kreislauf. Ich bin gefangen. In dieser Höhe betrachtet streckte sich die Nacht bis um alle Ewigkeit aus. Im Toben des Schneesturms lag eine Spur Verzweiflung, als wollte er zum Schluss noch einmal alles geben. Der Schneesturm. Ich habe es sehr schlecht verstanden und darum dachte ich, ich sag's einfach nochmal, falls ihr es gar nicht verstanden habt. Ich sehe hier gerade noch keinen Gegner. Sehr irritierend. Lalala. Da geht's nicht lang. Also ich habe jetzt nichts gegen den Jackhammer. Der ist nur halt nicht so effektiv. Ich nehme ja jetzt direkt den, damit ich nicht mitten drin die Waffe wechseln muss gleich. Was soll denn das? Fuck. Okay, die werden erledigt. 30 Schuss habe ich für den Schmaus von einer Waffe. Aber ich habe keine Möglichkeit, das wirklich umzusetzen. Derzeit noch. Aua. Ich nehme mal noch eine Schmerzmittelpackung zu mir. So, die gibt mir auch ein bisschen Munition bestimmt. Habt ihr mir gerade gegeben? Nicht so viel anscheinend. Horns PC war eingeschaltet. Aber ich will auch Schmerzmittel. Gebt mir Schmerzmittel. Ja, ich werd süchtig. Oh, ist das cool. Wartet, ich muss was ausprobieren. Es ist schon ziemlich cool, aber ich wollte meine Munition nicht verbrauchen. Ich habe ja nicht so viel gerade. Neben dem Drucker befand sich ein hübscher Stapel teuren Papiers. Das Hacken in Horns Computer hätte Ungeahntes zutage gefördert. Kriminelle Machenschaften, Strategien zur Weltherrschaft, Berichte von Spionagehelikoptern, illegale Telefonmitschnitte, Internetporno, das ganze Programm. Das war mir völlig gleichgültig. Ich hatte bereits zu viel davon gesehen. Okay, immerhin ist er konsequent, der gute Max.
Auch wenn er jetzt nicht mehr ganz so sinnige Entscheidungen trifft, wenn man mich fragt. Walkür sollte eine Jungfrau mit weißen Flügeln sein, die dich in den Himmel der Krieger trug. Aber es war nicht mehr als eine Einbahnstraße in die Hölle. Der Teufel war in der Droge. Ich wusste das. Ich war ihm begegnet. Und jetzt wollte ich sie töten. Die Königin der Unterwelt, die sich mit ihrem Drogengeld einen Platz im Himmel erkaufen wollte. Kein Betteln, keine Bestechung. Sie wusste es besser. Ehre unter Killern, die wir dem Tod geweiht sind. Wir beide wussten, wie es enden würde. In Schmerz und Leid. All das, weil ihre Frau ihre Nase in Dinge gesteckt hat, die sie nichts angingen. Die Cops kamen, um mich einzulocken. Die Sirenen waren wie ein schlechtes Gewissen, das ich nicht abschütteln konnte. Ich frage mich, wie sie es so weit schaffen konnten. Wie auch immer. Wenn die hier sind, werden sie tot sein. Haltet ihn auf! Okay. Nette Begrüßung. Gemächlich geht er dahin und öffnet das Tor. Ja, ich bin in die Granate gesprungen. Verdammt! Verdammt! Ich will das eigentlich mit der Granate da schon hinbekommen. So einen schönen... Ja, so in etwa. Schönen Schuss da. Na, es geht doch. Abstrakte Kunst. In der Cutscene war hier... Ach nee, das war... Das ist vergeblich. Zeitverschwendung. Der Tod ihrer Frau und ihrer Tochter war notwendig, nicht zu vermeiden. Es ist vorbei. Sie können sie nicht zurückholen. Nichts, was sie tun... Oh, Entschuldigung. Ich weiß nicht, was ich tun soll. In der Katze sah das aus wie ein Schmerztablettenautomat, das wollte ich sagen. Muss ich gegen den da irgendwie kämpfen, oder? Nee, das trifft mich selbst. Ach, er zielt doch bestimmt auf mich, nicht? Kann ich quasi seine Schüsse somit lenken? Nee, irgendwie nicht. Hallo? Max Payne, Sie kämpfen eine verlorene Schlacht. Sie können nicht überleben. Sie werden sterben. Hören Sie auf zu kämpfen. Ich musste nur überleben. Nee, werde ich nicht. Es war ja voll einfach, wenn man sich erstmal die Gedanken gemacht hat, sich hinter diese Statue dazu stellen.
Kommt da jetzt direkt noch was oder muss ich da rein? Ich kann da nicht rein. Dann kommt jetzt wohl von rechts einer, nehme ich an. Hä? Ach, die Tür geht einfach auf. Wow. Das war aber auch nicht sehr erkenntlich. Oder ersichtlich. Meine Maus. Ist hier irgendein Geheimgang? Sieht so geheimgangmäßig aus. Okay, ich sehe schon. Max hat wieder Riskantes vor. Oder muss Riskantes tun. Komm, machen wir mal Kunst. Wie teuer ist das? Ha! Ja, jetzt nicht mehr. Da ist eine Delle drin. Okay, genug gerecht. Max Payne, akzeptieren Sie Ihr Schicksal. Sie stehen einer unschlagbaren Macht gegenüber. Sie haben längst verloren. Nur der Tod. Das ist voll gemein. Der Fahrstuhl gibt einem das Gefühl, dass da jemand kommen wird. Das ist voll die Ablenkung. Ach verdammt, eine Kugel zu wenig. Akzeptieren Sie Ihr Schicksal. Sie stehen einer unschlagbaren Macht gegenüber. Sie haben längst verloren. Nur der Tod. Sehen Sie es an. Gehen Sie auf. Okay. Okay, ich muss sie besser werfen. Verdammt, das war deutlich zu früh aktiviert. Scheint auch nicht so viel erbracht zu haben. Sehen Sie es an. Gehen Sie auf. Dann geh einfach direkt so rein. Nee, zu viel Schaden. Ich heul doch immer, wenn ich Schaden krieg. Das will ich nicht. Nein, nein, nein. Da packt mich jetzt gerade wieder der Stolz. Hat mich die Granate gerade getroffen, mir Schaden gemacht? Ja. Nein. Sehr dumm. So, der eine hat sich von selbst erledigt. Sehr schön. Musste ich lachen. Ich habe ein Problem. Nee, auch das war wieder sehr uncool. Damit kann ich leben, oh. Ah. Ich fress den Schaden. Bin aber nicht zufrieden damit, mit dieser Leistung, die ich erbracht habe. Find's aber auch leid, das alles immer nochmal zu spielen. Es macht zwar Spaß, aber ich fühle mich dann so unproduktiv und so, als würde ich gar nicht vorankommen. Wow! Nee, das war blöd.
War es derselbe? Denn wenn ja... Oh, ich wollte gerade sagen, ist da keiner mehr, aber nee, es war nicht derselbe. Hallo? Wow! Verdammt. Was? Ich muss öfter speichern. Nein. Da kommt er. Einfach mal in der Luft speichern. Warum denn nicht? Man gönnt sich sonst ja nichts. Was haben wir hier? Ich bleib jetzt hier. Hier gefällt's mir. Hier ist eine schöne Sitzlounge. Ich meine, hat man jetzt nicht so die schöne Aussicht gerade, aber ansonsten, wenn einem das nicht ganz so wichtig ist. Na, ich würde sagen, nö, dann enden wir jetzt auch den Part hier. Auf dem Sessel. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Max Payne. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Macht's gut, euer Vogel. Tschüss.